Morgen, Jungs. Ja, servus. Heute zeigen wir euch den Map Creator von SCP Containment Breach. Wir haben den jetzt selber zum ersten Mal ausprobiert. Deswegen. Also, wir sind Noobs, ihr seid Noobs. Passt alles. Nicht wundern, wenn wir hier planlos mit Facecam sogar. Was ist der Lockroom? Lockroom, was könnte das sein? Der ich glaube, das ist Start. So. Ja, wie sagt man, so Spinde halt. Weißt du? Ach so, ja. Aber was ist Start? Start. Start ist, glaube ich, dieser SCP-173-Raum. Stimmt. Kannst du mal ausprobieren. Oder ist so ein SCP-173, ich glaube, das ist die Containment-Zelle, wo da steht 173. Das heißt nicht, dass SCP-173 dort spawnt, sondern dass das die Containment-Zelle ist, weil da gibt es auch 914. Und, nee, aber Room 049 gibt es auch, das ist scheiße. Vor allem, was ist das jetzt hier? Wahrscheinlich der Start. Und ich habe jetzt hier den Start platziert. Das geht auch. Okay, lass ihn mal entfernen. Oh, das ist gut. Mit rechter Maustaste kann man entfernen. Room 2. Da gibt es auch eine Example-Map. Schau die doch erstmal an. Oh ja, das ist eine Idee. Ja. Also ich denke mal, dass das der Start ist. Das ist der SCP-173-Raum. Das ist dann so ein Hallway einfach. Das ist die Kreuzung dann. Mhm. Da gibt es dann hier eine Sackgasse. Du kannst es anklicken. Genau, gehen wir da Tunnel. Durch. Tunnel 2. Smoke aber. Exit 1. Coffin? Was ist ein Coffin? Sarg. 914? Koffein. Es gibt keinen Start hier. Hm. Hey, guck mal, hier kannst du sogar Tunnel 2 Smoke aktivieren. Und Probability 0,5. Ah, die was Probability vom Smoke? Oder was? Das ist doch die Wahrscheinlichkeit, oder? Ja. Kannst vielleicht die Spawn-Wahrscheinlichkeit eines SCP? Ne, ich glaube, das ist die Smoke-Wahrscheinlichkeit. Gehen wir auf einen anderen Raum, ob es dann auch so eine Probability komisch. Achso, das war Smoke und da in dem anderen stand jetzt SCP-106 und die Probability davon ist wahrscheinlich. Immer wenn da, weil das steht ja nicht in jedem Raum, die Probability oder das schwierige Wort. Also, lassen wir mal hier eine machen. Ja. Jetzt hast du die Example Map gedeletet. Die gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt zwei Tunnel. Probieren wir noch einmal mal den normalen Tunnel hier aus. Dann machen wir. Sollen wir 173 mal weglassen? Mach einfach irgendwas. Ist doch wurscht. Was ist eigentlich das hier? Ich hasse das voll. Endroom. Das sind die roten wahrscheinlich, die Sackgassen. Könnte sein. Kannst du mal spaßeshalber so eine Kreuzung machen und dann hast du einen Endpunkt. Siehst du schon die Kreuzung irgendwo? Das können wir eigentlich machen. Wir können so eine Map machen mit ganz vielen Kreuzungen, wo wir dann jeden Raum mal ausprobieren und gucken, was da drin ist. Junge? Forest? Hau rein! Ich mach den mal dahin, weil dann machen wir die Kreuzung. Den Forest. Kannst du bestimmt auch die Orientierung ändern, ne? Irgendwie. Ja. So nicht. Ja. Brauchen wir auch noch eine Kreuzung. Junction, oder? Heißt es. Wo ist das? Weiß ich nicht. Habe ich nur gemutmaßt. Nuke. Room to Nuke. Room to Servers. Oh ja, Servers sind gut. Gate A Entrance und Gate A. Lockroom. Wir machen nochmal die. Oh, jetzt ist sie weg. Nee, ich hab's exakt quasi gelöscht. Das ist eine Kreuzung. Ah, okay, das ist eine Dreierkreuzung, das ist eine Viererkreuzung, gut. Okay. Aber Zone 3 steht hier. Und vor Zone 3. Ja, lass mal einfach. Mit nix. Wenn's geht, dann geht's. Pocket Dimension. Da geht's. Ja, okay. Genau. Da geht's in die Pocket Dimension. Dann brauchen wir noch einen Tunnel. Wenn wir die Map laden wollen, dann kackt es bestimmt an. Diese Memory Access Violation. Nehmen wir mal einen Tunnel 2. Das wird krass, Junge. Was war jetzt die Kreuzung, Dina? Dann machen wir einen. Ja, den wollten wir doch immer. Naja, lassen wir mal weg. Sonst machen wir uns zu einfach. Wir machen erstmal was Außergewöhnliches. Was wollten wir machen? Die Room to SCPs ist dann. Der muss hin. Ich glaube, das ist dieser mit den zwei SCPs, den ich so mag.
Mach den bitte rein. Wo ist denn der? Da. Room to SAPs. Ja. Und dahin. Ne, halt. Und dann brauche ich noch eine Keycard und SAP 914. Gut. Ich glaube, ja. Ne, machen wir woanders hin. Das ist ja blöd. Room to SAPs. Wo ist er? Da ist er ja. So, okay. Danach machen wir den. Da unten kannst du Dinge hinmachen. 914. Wo gerade der mit 2 SCPs war. 914, nicht 09. 914. Weil wir brauchen ja Keycard und Ding. Ah, wo kriegen wir die Keycard? Ist das da wahrscheinlich das mit der Keycard, oder? Könnte sein. Testroom 2. Ja, mach das. Mach das, mach das, mach das, mach das. Was jetzt? Room 2 Pipes. Das könnte das sein, oder? Könnte auch sein. Guck mal den mal dahin. Wenn er so ein. Ja, ist so ein Gang. Mach halt so eine Dreierkreuzung. Wenn mach dann auf der einen Seite den da und auf der anderen den 173. Ne, wir können den 173 dahin machen. Vielleicht ist es so ein Endraum. Ja, okay. Das war dann brutal. Ah, der. Ist ein Gang, ne? Ne, brauchen wir den nicht eigentlich. Mach jetzt. Nein. Okay. So. Aber Forest jetzt schon, ja, ne? Da ist der Forest. Ja, kann sein. Da ist die Pocket Dimension. Tunnel 2. Und 2 SCPs. Da muss jetzt noch so einen Button geben mit Autofill, dass das, was noch offen ist, das wird dann einfach random generated. Ne? Ja. Das wär's noch. Da macht man nur die Räume, auf die man gerade Bock hat. Und damit die Map trotzdem vollständig ist. Ich glaube, den brauchen wir mit den 4. Room to 4 Tunnels. Was ist das? Room 4 Tunnels. Wird die vielleicht gut machen? Probieren wir das mal. Ja, das ist einfach so eine 4er-Kreuzung mit dieser zweiten Zone, oder? Denke ich mal. Ich glaube, das spielt keine Rolle. Egal. Jetzt brauchen wir eine Sackgasse, ein. Was ist denn ein Exit überhaupt? Exit 1. Keine Ahnung. Gucken wir da hin. Endroom. So strange. Wir testen es mal alles. Für euch und für uns. Endroom 2. Ja, das kann ich nicht machen. Wir müssen wieder einen Tunnel bauen. Tunnel 1. Ja, das hab ich jetzt blöd gemacht, ne? Den Tunnel lieber dahin. Dann ist das Exit Endroom. Dahin. Ich finde, auf den ersten Blick schaut es gar nicht so groß aus, das Spielareal, ne? Aber wenn man das überlegt. Du musst dir halt unter jedem einen Raum noch vorstellen, ja. Der eine bestimmte Größe hat. Da kann man schon ziemlich komplexe Levels bauen. Deswegen verlaufen wir uns immer. Room to Toilets haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Brauchen wir nicht, ist langweilig. Ja. Schieß ich da eine bloß. Kreuzung. Finish das jetzt mal langsam. Oder? Sollen wir irgendwas. Hättest du noch eine Anregung? Sollen wir noch den 79er reinmachen? Nee, ne? Brauchen wir nicht. Dann bringt sie nur ein Get B One und das will ich lieber selber durchspielen. Okay. Hat mir so eine Edgy Didn't Map. Das ist ja keine Leistung. Wir müssen das schaffen. Exit 1, Endroom, ich wollte auch den Endroom 2 machen, genau. Du weißt doch, ich liebe Überraschungen. Ja. Deswegen wollte ich Slender die 8 Pages auch unbedingt selber durchspielen und nicht andere YouTube-Videos gucken, wie das Ende aussieht. Ich weiß es bis heute nicht. Ich will es auch nicht wissen. Das war 008. Das Blatt. Entweder das Blatt oder der Virus. Ja. Wir wollten uns mal infizieren, ne? Ja. 14 war das Notenblatt, oder? Nein, 12 oder 8. Gibt's 14 überhaupt? Keine Ahnung. Also geben schon, aber nicht im Spiel wahrscheinlich. Machen wir mal hin. Notenblatt müsste ja im Gang sein. Dann ist das der Virus. Ja. Genau. Und einen Testroom.
Der ist wichtig. Ah, ist ein Gang. Ist der wichtigste Raum. In diesem Map. Room PJ. Soll ich mal saven? Kannst du nicht. Fehlt wahrscheinlich irgendwas Gate A. Fehlt ein logisches Ende. Ja. Mal den mal wieder weg. Was können wir denn da machen? Ist jetzt die Pocket Dimension irgendwo? Ja. Die ist da. Ja, ist ja gut. Da ist der Forest. Aber Events Pocket Dimension, das war. Da gibt es auch Events in den Raum. Das musst du, glaube ich, abhaken, dass das Event eintritt, oder? Kommen wir dann in die Pocket Dimension. Machen wir. Haken rein. Engel. Ach, da kannst du drehen, das ist ja viel einfacher. Ja, Probability mach 50 bei Pocket Dimension. Das ist lustiger. Gut, yeah. Jetzt brauchen wir noch ein logisches Ende. Room to Gate A, Gate A. Ne? Das ist logisches. Ja, wo ist es denn? Wie ist das irgendwo? Gate A Entrance. Komisch. Das ist irgendwie komisch. Gate A Entrance. Dann mach nur Gate A. Ja, da kannst du auch den Haken Gate A machen. Wieso kann man das nicht saven? Ach, save, jetzt muss vielleicht erst einen Namen vergeben. Kann auch sein. My first. Ja. Hello World. Hello World. Ja. Save, gut. Jetzt zocke ich mal die Map an, die wir erstellt haben. Wir haben die Pocket Dimension wieder rausgelöscht, weil wir das schon mal geladen haben und sich die Pocket Dimension über die anderen hier Räume hinweg, wie sagt man, gestreckt hat. Ja. Erstreckt. Gebackt hat. Das war, habe ich gesagt. Ja. Gebackt. Und zwar konnten wir nicht mal durch die erste Tür gehen am Anfang, weil da die Mauer von der Pocket Dimension war. Startet. Ach ja, man lädt die Maps übrigens hier, indem man das normale SP Containment Bridge startet, die Echse, auf New Game klickt und da unten kann man dann die Map loaden. Kita! Kein Intro, Load Map. Wir sind ja keine Mushis! Deswegen zocken wir auf Kita. Bin ich mal gespannt, ob es jetzt. Und Gate? Gate. Gate A oder was? Ja. Ja, schaut schon mal besser aus. Guck, das ist dieses Ding da, wo SCP 173, die Man-Sized Ventilation Hole. Wie heißt das? Diese Tunnel haben wir jetzt überall, oder? What the fuck? Junge, was ist da drin? Haus gebaut, Alter. Links ist der Forest. Hä, den haben wir gar nicht. Ach, Coffin, ja klar. Coffin. Komm hier durch. Oh, doch, gut, Glück gehabt. Zweiter, aber dann geht's da. Moin. Aber was ist das dann? Ist das dann. Ich weiß nicht, von wo es kommt, Alter. Geh da. Nein, da waren wir nicht. Haben wir gerade schon gesehen? Nein, haben wir nicht. Da war ein bisschen Zeitmeldung. Nee, haben wir nicht. Da geht's in Exit. Da habe ich einen Exit hingebracht. Was? Da jetzt? Ja. Exit. Das soll ein Exit sein. Das kann nicht sein. Hey, ich verstehe gerade die Welt nicht. Exit. Tja. Da steckt ein Exit. Lügner! Alter, was ist das? Orientation? Ah, das ist das Ding, was wir am Anfang bekommen. Okay. Da hängt auch was drin, du. Warum nicht? Wow! Der schießt.
Knuppel. Ja, der ist wieder weg. Ich glaube schon, ich glaube, der hat sich umgedreht. Nein! Da hat am Anfang gleich die Durchsage gehört. Ja. Wahrscheinlich sind wir zu nah am Gate A dran. Das sind diese Duk-Duk-Duk, das sind die Funkdinger von denen. Ja, ey, nochmal. Echt? Ja, klar. Geht doch nicht weiter, oder? Kommt er jetzt immer weg? Wo kommt denn der her? Was war denn da für ein Raum? Wo der gespawnt hat? Nach dem Gang mit dem. Ja, mit den SCPs. Cut. Du hast keinen Namen eingetragen. Das kannst du doch echt mal speichern, wenn man da was reinschreibt. Dass man jedes Mal den Namen da hinschreiben muss. Mit Highscore dann immer abspeichern. Sind wir Moorhuhn. Mit den Insekten, die man survived hat. Ja. Ja, Schwupp, der Moment ist ein scheiß Gesetz. Das ist aber nicht so. Jetzt müssen wir erstmal da lang. Da kommt er. Was war da nochmal? Da müssen wir, glaube ich, hin. Da ist nur noch 14. Ne, da ist der Exit. Was war da? Da waren sie schon. Da waren nur 14, da steht nichts. Ja, da waren nur 14. Was war der Schaden? Wir haben noch keinen SCP gesehen. Doch, den Converter. Ja. Nein. Oh, wie? Du musst jetzt mal im Crater gucken, was du da für ein scheiß Rampen gebaut hast. Ja, wo starten wir denn überhaupt? Dass da die Kackleute kommen. Ja, am Anfang. Du gehst aber am Anfang links. Habe ich das so gebaut? Ich habe so nicht gebaut, dass man am Anfang links geht, oder? Du wirst ja wohl wissen, was du gebaut hast. Tja, Junge. So habe ich es nicht gebaut. Die Map ist scheiße. Nee, also. Man muss echt genau wissen, welcher Raum was ist. Wir können ja diese Seite in dem Forum, den verlinken wir mal in der Beschreibung, da unten, irgendwo, da. Ganz unter dem Video. Und man könnte das mal so als Orientierungshilfe hernehmen, ja, wenn ihr für uns eine Map createt. Weil wir haben es nicht drauf. Du hast es nicht drauf. Du hast es gar nicht probiert. Ja, ist richtig. Also macht es mal. Wir würden uns echt freuen, wenn ihr uns eine Map macht. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao.